Ja, Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Purpur. Hier ist die große Höhle, die wir nun betreten. Ja, und ich hoffe natürlich, dass dort auch die letzte Observationsstation noch in der Nähe ist, denn eine brauchen wir noch von den Vieren, die zu finden waren. Und ich sehe gerade, hier sind nochmal einige von diesen futuristischen Pokémon. Unter anderem dieses Botikel, glaube ich, heißt das. Ich greif's einfach an, let's go. Oder es greift mich an, je nachdem. wenn das schon wieder alles so lange dauert hier, Alter, bis ich da mal zurückziehe. Hier das Eisenbündel, genau. Botegel, glaube ich, heißt es ursprünglich. Hier ist gerade alles nicht sehr effektiv, aber ja, juckt nicht. Ich bin sowieso 12 Level drüber. Ja, nach wie vor gleiches Spiel wie immer. Wir werden halt auf das Leveln größtenteils verzichten, weil es halt einfach nichts bringt. Weil ich halt sowieso überlevelt bin. Und je nachdem, was mich da jetzt noch erwarten wird, schwer zu sagen einfach. Aber ich halte mich aus den Kämpfen größtenteils gerade raus, einfach weil ich eben schon zu krass overlevelt bin. Eben damit es auch noch ein bisschen spannend bleibt. Ja, ich hoffe, by the way, dass wir es heute vielleicht sogar schaffen zu den Staff Credits. Wäre zumindest ganz geil. Und what the fuck ist da denn bitte gerade passiert? Gut, das war eventuell vielleicht ein bisschen zu viel Risk, aber ja, okay. Das zum Thema overlevelt an der Stelle. Ah, jetzt hat er einfach mal Bruschelin geklatscht. Gut, ich hab's auch herausgefordert. Lol, da hinten ist ein Hypno. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Immer wieder schön, wenn mal ein paar, ich sag mal, neue, alte Pokémon auftauchen. Passt, der ist raus. Nee, also sorry, jetzt hat er meinen Bushidin geklatscht, jetzt will ich ihn nicht mehr fangen. Jetzt hat er sich sämtliche Sympathien gerade verspielt. Lumiflora sehe ich da vorne. Dazu fangen wir aber auch schon richtig geil. Ich meine, irgendwie, ich will alles fangen, aber irgendwie auch nicht. So, erstmal wiederbeleben. Alter Scheiße, das lief überhaupt nicht nach Plan. Da vorne werden es halt die ganzen Beispiel und sowas. Das wird Bruschelin ohne Probleme schaffen. Typenvorteil. Ah, Lumiflora, komm. Nee, eigentlich muss ich schon angreifen. Ich habe keinen Bock drauf. Gefangen habe ich es aber jetzt noch nicht. Auch eines der besseren Pokémon aus der 9. Gen. Hier wäre sogar das alles sehr effektiv. Das würde aber drauf gehen dann. Das will ich ja nicht. Aber irgendwie will ich auch nie wieder zu viel riskieren, weil sonst geht's wieder drauf. Ja, schau ich das an. Giftbelag, lol. Ja gut, eigentlich kann ich das aber offscreen auch machen. Stimmt schon. Nee, das kann ich offscreen auch machen. Verzichten wir lieber mal auf das ganze Fangen von den Pokémon oder allgemein das ganze Erkunden, sondern schauen wir lieber, dass wir die letzte Observationsstation finden. Weil dafür bin ich eigentlich hier. Deswegen, wobei, wenn ich ein Dummiesel finden sollte mit, ein Dummiesel mit, ich sag mal, 3 Körperzeilen, dann glaube ich, werde ich schon schwach. Gut, und hier kann ich sowieso einfach Bruschelin losschicken, ne? Lol. Bin ich jetzt richtig oder nicht? Das sieht irgendwie aber nicht. Achso, lol. Alter, jetzt hätte ich fast das Weiterkommen vermasselt. Dabei ist ja eh ein Weg. Ah, und hier ist eine Cutscene. Alter, schaut das episch aus einfach. Boah, so viele große Kristalle. Wie hübsch. Und da unten sind ja noch mehr. Und da hinten rechts sehe ich, glaube ich, die letzte Observationsstation. Vor allem mitten auf dem Feld ist dann auch noch so eine CM. Wenn wir da runterfallen, war es das. Stimmt, passt gut auf, wo ihr hintretet. Ja gut, wenn ich aber runterfalle, dann würde sich hoffentlich Mireitum mal wieder zeigen. Der Professor muss irgendwo da unten sein, also werden wir ihn bald treffen können. Aber das beschäftigt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also gut, Nimado. Nimila Cosima, gehen wir weiter, aber haltet die Augen offen. Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz. Hier sieht es irgendwie aus wie aus einer anderen Welt. Fast wie ein Paradies.
dieses Licht, mit dem die Kristalle hier leuchten. Vielleicht geht's nur mir so, aber es erinnert mich stark an die Terra-Kristallisierung. Ob es da eine Verbindung gibt. Stimmt, das wäre auf alle Fälle plausibel. Die Antworten auf alle unsere Fragen liegen dort unten, also los. Stimmt, dass einfach der Schlund von Pattaya der Ursprung ist für die Terra-Kristallisierung. Ja, ich werde gleich direkt von dem Dicktree und... Ja genau, ich werde gleich direkt von der Horde Pokémon rausgelassen. Knaxel, Kamelot, auch alles hier. Aber ja, es ist halt wirklich das absolut Sinnvollste, dass das hier mit der Terra-Kristallisierung zusammenhängt. Das ist wieder Out of Bounds. Klassiker. Alter, warum? Das sind jetzt so Kleinigkeiten, ne? Aber ich weiß schon, aber trotzdem ist es immer wieder interessant, wie sowas aussieht. Was ist das denn? Nein, jetzt kann ich mir nicht angreifen, weil die jetzt wieder labern müssen. Ach komm. Gegen das haben wir bis jetzt noch nicht gekämpft. Oder? Nee, gegen das Protokoll wollte ich nicht. Es gibt Sachen, die regen mich weiterhin auf. Nee, kein Bock jetzt gerade, oder? Nee. Da gehe ich jetzt raus aus dem Kampf. Vor allem, wir können gerade eh nichts machen, somit ist es egal. Ja, da hinten ist die letzte Observationsstation. Ne, es sind aber nur Dummiesel. Dumme Miesel erkenne ich hier gerade keiner. Ja gut, okay. wäre auch, glaube ich, sonst zu krass, glaube ich, weil das ist ja wegen dieser speziellen Form kann man das, glaube ich, auch nicht irgendwie in der freien Wildbahn finden. Das muss man wirklich selbst entwickeln. Ich erkenne halt noch immer nicht irgendwie einen richtigen Weg, wo wir lang müssen. Also ich laufe hier jetzt zwar lang, aber ob das jetzt richtig ist, I don't know. Ich hab sowieso irgendwie das Gefühl, dass ich die Hälfte schon übersehen habe. Wobei, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das war der richtige Weg. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, was am anderen Weg war. Vielleicht eh nur die TM. Wobei, wer weiß, vielleicht war es sogar eine wichtige TM. Aber ohne Witz, ey, diese Zone 0, also die fasziniert mich schon. Das ist das beste Gebiet eigentlich aus dem ganzen Spiel. Ursprünglich gedacht, dass es eigentlich relativ düster aussieht und jetzt mittlerweile wissen wir, nee, das ist einfach mega episch. Hä? LOL! Doch, es gibt doch dumme Miesel hier. Das ist aber nur mit zwei Teilen. Das wär's, ey. Stellt euch wirklich vor, wir finden da so ein dumme Miesel mit drei Körperteilen. And, by the way, 1%ige Chance, dass das passiert. Dass man auf sowas trifft. Trotzdem, warte mal, ich bekämpf's kurz mal. Ja, bringt sogar nicht viel, wirklich. Na gut, dann. Vergessen wir das mal. Da werde ich aber mehr Spaß dann offscreen auf alle Fälle haben. Vielleicht so ein dummes Miesel mit den drei Körperteilen zu finden. Warte mal, was war das andere Pokémon nochmal? Da gab es noch dieses andere Pokémon, da war es auch so eine spezielle Form. Ah, Zwirps, genau. Oh, wow, hier herrscht ja das reinste Chaos. Irgendwas scheint hier alles verwüstet zu haben. Mag sein, aber was? Hallo, Kinder. Hoch, Professor, habe ich mich erschreckt. Entschuldigt. Was ist denn passiert? Warum ist hier alles verwüstet? Entschuldigt, hallo, Kinder. What the fuck? Okay. mach komische Geräusche. Hallo Kinder, hallo, hallo. Was zum... Hören Sie bitte auf, das ist gruselig. Hallo Kinder, 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 Kinder. Das System wird neu gestartet. Hat das jetzt er gesagt oder war das einfach nur der PC oder allgemein die Stimme? Das muss an einem gestörten Signal gelegen haben, oder? Ja, es hat sich jetzt aber nicht so angehört, als ob das eine Signalstörung einfach wäre. Vielleicht, es war auf alle Fälle seltsam. Fast so, als wäre... Wenn das ein Scherz sein sollte, war es total geschmackslos. Ich habe wirklich Angst bekommen. Ja gut, okay.
1, 2 Tests, hallo, hallo. Entschuldigt wegen vorhin, es gab eine kleine Verbindungsstörung, gibt es doch immer. Verbindungsstörung, Paar, wer es glaubt. Pepper? Alle Schlösser sind entriegelt. Bitte begibt euch nun zum tiefsten Punkt von Zone 0, wo sich das Labor 0 befindet. Gut, und ich würde trotzdem sagen, an der Stelle wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, nochmal kurz ausruhen. Einfach die AP wieder erneuern. Ja, aber wie gehen wir jetzt am besten vor? Also ich weiß ja nicht, was mich da unten erwartet, aber sollte es ein stärkerer Kampf werden, dann mache ich einfach mal meine 1A-Taktik. Afiti in erster Position und wenn der keine Chance hat, einfach Kehrtwende und fertig. Wie immer. Und da ist halt natürlich eine Glücksgeschichte auch. So, der tiefste Punkt von Zone 0. Warte, zuerst mal hinterm Labor noch gucken, ne? Ganz wichtig. Ah, okay, nee. Da ist diesmal nix. Dreimal hat der Einser-Spaß geklappt, aber jetzt... Oh, scheiße, warte mal. Das ist dumm! Ja. Das war mega dumm. Da war ja... Ach so, lol, jetzt kann ich wieder nicht... Oh, das gibt mir gerade am Sack. Tiefster Punkt von Zone 0, sagte er. Ja, schön und gut. Jetzt würde ich mich gerne aber noch healen und jetzt kann ich einfach nicht, weil die jetzt wieder labern müssen. Ich meine, schön und gut, dass man das wegen dem Feeling machen wollte, aber hätte man doch ein bisschen besser einprogrammieren können. Und vor allem so viele Pokémon, die es hier überall gibt, das ist so abnormal. Nee, wirklich, also die Menge an Pokémon, die hätte man schon ein bisschen eingrenzen können. Ja, das da unten wird sein. Okay, jetzt hat's geklappt. Oder? Ja, jetzt kann... Nein, jetzt hat mich der wieder angegriffen. Ich krieg hier gleich eine Krise. Geh doch bitte einfach weg. Jetzt verreckt er nicht mal. Ja, Zauberschein juckt mich sowieso nicht. Gift-Pokémon, hallo? Gut, ich glaube, ich musste jetzt wirklich kurz mal ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also der Schmarotzer, der ist ja wirklich unnötig. Der macht nie One-Hits. Deswegen... Gut, ich glaube, es wird sich heute, glaube ich, doch nicht ausgehen mit den Staff Credits. Weil ich noch ein bisschen herumtüfteln muss. Ich könnte mich erinnern, dass ich noch eine relativ starke Unlichtattacke irgendwo als eine TM hatte. Standpocke war es nicht. Metallklau ist Stahl. Unlicht, 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 Unlicht. Wo ist es? Oder wollte ich das mal craften und ich habe es nicht getan? Kann auch sein. Hier, Finsteraura, genau. Die kann er nicht erlernen, auch leck mich. Ja gut, dann kannst du es vergessen. Dann kannst du es halt wirklich einfach vergessen. Nicht sehr effektiv. Achso, stimmt, ja, Giftbelag. So was gibt's ja auch noch. Warte mal, das heißt ja jetzt, dass ich vergiftet werde, oder? Ganz egal, was ich mache. Ja, wenn das eh so ist. Ja, jetzt kommen wir leider eben in diese Bereiche, wo halt die Pokémon immer ihre behinderten Effekte haben. Damit sie dich halt immer irgendwie mitreißen. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr, die ganze Zeit zu craften. Oder allgemein zu... Lol, craften, sage ich. Zu heilen und so. Ja, dann ist die Geschichte vorbei irgendwann. Und Bushi Lee mittlerweile, der hat auch immer mehr Probleme. Verreck jetzt bitte an dem scheiß Aqua-Durchstoß. Vielen Dank. Er muss ja eigentlich komplett. Wir sind 16 Level über den. Jetzt muss ich jetzt wieder healen, das geht mir im Sack. Aber hey, wir haben eh Top-Genesung ohne Ende. Terra-Stück Unlicht. Kriegen wir jetzt die ganzen Terra-Stücke? Das kann schon sein. Ach, dann wird das eben eh damit zusammenhängen. Dass jetzt überall die ganzen Items, die rumliegen, dass das alles nur die Terra-Stücke von den einzelnen Typen sind. Ich schleiche mich hier kurz mal vorbei. Ja, Terra-Typ Kampf. Da oben ist nichts mehr. Ganz vorsichtig. Hier glitzert auch was Hardcore. Gut, hier war aber nichts.
Da vorne wäre wieder ein dummer Miesel. Ja, Fiti hat echt seine Probleme hier. Ich meine, der war von allgemein bisher immer nur der Schwächste, glaube ich. Ja, schau euch das an, Alter, jetzt ist er schon wieder komplett gedamaged. Ey, gibt's das auch? Ich meine, der Fiti hat schon eine Stärken, das stimmt schon, aber von der Stärke her ist er jetzt nicht wirklich der Beste. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum habe ich ihn dann überhaupt den Ziemann aufgenommen? Ganz einfach, weil er mein Lieblings-Pokémon aus der kompletten Gen ist. Ich fand ihn von Anfang an richtig geil. Und deswegen musste der natürlich ins Team. Trotzdem gut zu wissen, dass es hier jetzt so viele Sachen gibt. Allein schon für die Terra-Geschichten später. Vor allem für alle, die es noch wissen sollten, was diese Terra-Kristalle da bringen. Das dient einfach nur dazu, dass man dann... Oh lol, Spukball. Cool. Das dient einfach nur dazu, dass man später... In Mesclara müsste das sein. Den Terra-Typen verändern kann. Und Terra-Typen-Veränderung ist halt echt nicht verkehrt. Gut, da warte ich kurz mal. Scheiße. Das zum Thema warten. Ich habe einmal zu viel gedrückt. Weil sonst laufen die ja dann wieder weg. Ja, jetzt ist ein Carmelat Level 60. Ja, fuck off. Ja, die einen, ein Glück ist, die einfach nicht reinpacken in den Kristall. Hätte ja auch sein können. Und ich glaube, da unten ist dann das Labor. Ja, ich muss einfach immer runterlaufen und dann haben wir es. What the fuck, Alter? Wir können schauen, ob wir noch irgendwas finden, ne? Nur die Frage ist halt, wo die Cutscene beginnt. Hier beginnt die Cutscene. Was, das Labor ist in diesem fetten Kristall drin? Auch geil. Hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0. Wir haben es geschafft. Mal sehen, ob an den Legenden über den Schatz, der hier liegen soll, was dran ist. Glaubst du alle Märchen, solange sie in den Schulbüchern stehen? Okay, ein Anruf kommt gerade. Das kann eigentlich nur Futuros sein. Hallo Kind, ihr habt es hierher geschafft. Gut gemacht. Das Gebäude, von dem ihr hier steht, ist das Labor 0. Dort drin halten sie sich gerade auf. Richtig, Professor? Aber es sieht so aus, als ob das ganze Gebäude von Kristall verschlungen wird. Den Kristallen hier in Zone 0 wohnt eine rätselhafte Energie inne. Sie vermag es, Fertigkeiten von Lebewesen zu verändern und sogar die Leistungen von Maschinen zu optimieren. Es handelt sich um die gleiche Energie, die es Pokémon möglich zu Terra-kristallisieren. Also hatte Cosima tatsächlich recht. Heißt das also, dass dieses Gebäude gerade Terra-kristallisiert wird? Pepper, halt mir für einen Moment den Schnabel. Die Terra-Kristall-Orbs bestehen also aus den Kristallen, die man hier in Zone 0 findet, ja? Korrekt, aber nur die wenigsten wissen davon. Jetzt, da ihr alle vier Schlösser entriegelt habt, könnt ihr das Tor von Labor 0 öffnen. Aber seid gewarnt, sobald ihr dieses Tor öffnet, werden die gefährlichen Pokémon, die sich im Inneren befinden, augenblicklich herausströmen. Meint er damit die... Ja, die futuristischen Pokémon wahrscheinlich. Ich bin sicher, gemeinsam werdet ihr vier das bewerkstelligen. Bitte bereitet euch gut vor, bevor ihr das Tor öffnet. Keine Sorge, Nemad und ich können es mit jedem Gegner aufnehmen. Pff, super, dann haben wir ja rein gar nichts zu befürchten. Also eigentlich müsste ich den Part hier beenden, das Problem ist, das ist viel zu kurz. Nur ich wüsste halt nicht, was ich daraus noch groß machen soll. Und aus irgendeinem Grund kann ich mich jetzt gerade nicht bewegen. Ist das schon wieder so ein scheiß Bug oder so? Ah, jetzt geht's wieder. Ich könnte mich nochmal kurz umschauen, das stimmt schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, was sollte mich hier jetzt groß noch halten? Vor allem, ich kann eh nicht viel machen. Maximal, dass hier irgendwo noch eine TM versteckt ist, das stimmt schon, aber das Terra-Stück Geist auf alle Fälle finde ich noch. Also eigentlich hätte ich schon Bock, dass ich gleich direkt reingehe. Deswegen, ich würde sagen, uns hält einfach gar nichts mehr, let's go. Scheiße, stimmt ja. Das geht ja gar nicht automatisch. Ich muss erstmal die Tafel hier drücken. Bin ich gut ausgerüstet? Ja gut, der ist ein bisschen gedamaged, aber das passt schon. Alter, mit dem 70er-Team sollten wir das ja ohne Probleme schaffen.
Hey, Moment noch. Im Ernst? Du weißt echt, wie man einen besonderen Moment versauen kann. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass sich gleich heftige Pokémon von stürzen, sollte mir Reiten auch mit von der Partie sein, oder? Ja, aber der will ja nicht rauskommen, was soll ich tun da? Du hast recht, in der Meeresbuchthöhle war Mireille und damals ein richtiges Kraftpaket. Ich würde es gerne nochmal so kämpfen sehen. Ich weiß es nicht, seit wir in Zone 0 sind, lässt es niemanden mehr auf sich reiten. Und seine Kampfform kann es doch auch nicht annehmen, oder? Es ist extrem stark, das könnt ihr mir glauben. Schließlich hat es all die Geheimgewürze gegessen. Wenn es darauf ankommt, wird es kämpfen. Außerdem hat es zumindest für eine Weile in Zone 0 gelebt. Vielleicht findet es ja seine Familie wieder, wenn wir es aus dem Ball lassen. Du sagst dir auch mal was Vernünftiges, Pepper. Meinst du? Ich weiß nicht so recht. Los, Nimata, lass mir rein und aus seinem Ball. Ja, endlich, bitte. Ich will ihn eh wieder haben. Ja, du bist gemeint. Auf geht's, Nimata. Jetzt, wo unser Trupp dank Mireille vollständig ist, kannst du endlich das Tor öffnen. Ja, aber was soll uns da groß bitte erwarten? Ich meine, die ganzen futuristischen Pokémon, die haben jetzt einmal alle schon besiegt, glaube ich. Wait, what? Da ist ja noch eins. Okay, da ist noch ein Mireidon. Oh, schau nur, seine Familie. Kann es sein? Das Einzige, was ich gerade sehe, sind 10 FPS gefühlt. Das ist aber verängstigt. Nein, irgendetwas stimmt nicht. Was sollte das denn jetzt? Vielleicht ging das nur mir so. Aber das war jetzt nicht das rührende Wiedersehen, das ich erwartet hatte. Meinst du es tatsächlich ernst? Das war doch offensichtlich. Wir sind nur um Haaresbreite einem heftigen Kampf entkommen. Was, echt? Mireille ist auch ganz neben der Spur. Das war kein Freund von ihm, nehme ich an. Denke ich auch. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei diesen anderen Dingen. Hey, mach dir nichts draus. Sobald du die Kampfform wieder annehmen kannst, wirst du das Ding im Nu fertig machen. Also denke ich zumindest. Ich meinte nur, tut mir leid. Könnte der Professor dieses andere Mireidon gemeint haben, als es um die gefährlichen Pokémon ging? Aber meinte der Professor nicht, dass sie von ihnen aus dem offenen Tor rausströmen würden? Aus dem offenen Tor? Oh, da ist es. Lol, so ein Zukunfts-Hariyama. Als ob wirklich alles in der Zukunft Roboter sind. Was zum... Okay, was passiert da gerade? Wir sind umzingelt. LOL, die sagt es sogar so. Ich wollte das gerade einfach nur so sagen. Wir sind ganz eindeutig nicht freundlich gesinnt. Es sind zu viele. Sind das alles Pokémon aus der Zukunft? Das sieht echt übel für uns aus. Unser Begleiter hier ist auch nicht in der besten Verfassung. Ha, darauf habe ich nur gewartet. Jetzt ist es Zeit für meinen großen Auftritt. Nimm mal, das ist ein Job für uns zwei. Ja, okay, aber ich sag's mal so, jetzt Dutzend Pokémon besiegen, okay, aber irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. Jetzt, okay, nur gegen das ist easy. Das große Problem, was ich gerade habe, die sind alle vom Typ Stahl. Ja. Und das heißt, mit Toxic Shake habe ich natürlich das Schlechteste los gerade. Also wenn die ganzen Zukunfts-Pokémon alle Typ Stahl sind, ist er mal mega ätzend. Ja, wenn es jetzt nicht ein... Ist eh egal. Dazwischen wechseln kann ich wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir werden jetzt immer mit Toxic Shaker starten, befürchte ich. Gut, er greift sowieso wohl auch an.
An der Stelle nur Level 64. Es ist auf alle Fälle machbar. Stromstoß. LOL, eine Elektroattacke macht so viel Schaden. Gegen Gesteins-Pokémon. Der übertreibt ja. Gut, das war der erste Streich. Geht der Kampf jetzt gleich direkt weiter oder war das nur das einzige? Wow, die sind echt stark. Also wenn das kein gutes Training ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja froh, dass du hier bist, aber wenn du dann solche Sprüche raushaust, dann macht mich das echt fertig. Ah, bleib mir ja vom Leib. Hilf mir bitte, Nemato. Okay, jetzt gegen die Hariyama-Version. Da bin ich jetzt aber gespannt. Weil die sind wir jetzt das erste Mal. Gemeinsam mit Nachtara. Warte mal, wenn ich davon ausgehe, dass das auch Typ Kampf ist, ist das eigentlich scheiße für einen Unlicht-Typen. Ja, ist eh scheißegal, weil ich bin mir relativ sicher, dass das auch wieder Stahl sein wird. Deswegen, ich gehe da kein Risiko ein. Ich werde jetzt gar nicht irgendwas mit Gift probieren. Und ich glaube, ich könnte wirklich recht haben. Alter, aber das ist halt irgendwie, also stellt man sich wirklich vor, die Zukunft ist einfach so, ja, Nachtara ist, okay, down ist es nicht, aber es hält noch stand. So viele Möglichkeiten habe ich nicht, ich muss sofort mit dem Flammenblitz kontern. Ja, das war gut, das war gut, das war gut. So, bitte, ja, danke, setz Psychokinese ein. Gott sei Dank. Wenn wir jetzt nochmal Kulhorn eingesetzt hätten, dann wäre es jetzt down. Das ist Nachtara. Gut, egal. Level up für Sun King. Die Zukunft muss schrecklich sein. Die ist auch schrecklich, wenn ich mir das so vorstelle. Alter, alles von Typ Stahl, ey, einfach. Oh nein, sie hauen ab. Und? Wenn sie nach draußen gelangen haben, wäre ein gewaltiges Problem. Los hinterher, Cosima. Warum ich? Wartet! Halt, warte, und warum habe ich das Gefühl, dass dir das Spaß macht? Das ist offensichtlich. Ob das gut geht? Die anderen haben sich davon gemacht, dann kümmern wir uns beide wohl um den Rest. Schauen wir doch mal, was dieses Vieh so drauf hat. Gegen das haben wir aber schon gekämpft. Ah, die Musik, die passt irgendwie gar nicht zum Kampf. So, Mastio Fioso. Warte mal, das heißt, warte mal, wenn das Typ Unlicht. Bis jetzt haben sie immer was eingesetzt, was sehr effektiv war. In anderen Worten, ne? Ja, okay, gut, vergesst, was ich gesagt habe. Ich war eigentlich davon überzeugt, dass jetzt Unlicht sehr effektiv ist. Ja, der Mülltreff hat ordentlich gekassiert und vergiftet. Abschlag. Und Knuddler, das ist das Ende für ihn. Gut. Ha, so macht man das. Wir sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Herrscherkämpfe haben uns gut vorbereitet. Du hast Angst vor den anderen Pokémon von vorhin. Ist es das? Also gut. Der Rest ist nicht der Rede wert. Wir übernehmen dann ab hier. Also schnapp dir einen Partner da und geh weiter, Nemado. Hey, danke, dass du mich glaubst, das bedeutet mir viel. Mastifiose kann jetzt kaum erwarten, sich in den Kampf zu stürzen. Ja, und so gefällt mir das Mastifiose sowieso besser. Miraidon? Wegen dir hatte ich eine miserable Kindheit. Aber deshalb macht es mir trotzdem nicht die geringste Freude, dich hier zusammenzukauen. Zusammengekauert den Schwanz einziehen zu sehen. Du bist wahnsinnig stark, merk dir das. Und wir stehen alle an deiner Seite, also. Also verlier ja nicht gegen dieses Ding da drin, ist das klar? Nimm deinen Mut zusammen und stell dich dem, was da kommt. Ihr schafft das. Okay. Das ist eine Ansage. Ja, Leute. Und was wir uns da drin erwarten, das sehen wir im nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao, ciao.